Es gibt Neuigkeiten zum Symmetra Rework und 12 neue Skins für die Overwatch League. Wie ihr drankommt und was es mit dem Symmetra Rework auf sich hat, all das nach dem Intro. Moin Moin Hero Maniacs, ist Sascha und ich begrüße euch heute zu einem neuen Overwatch Video. Ja Freunde, nach den ersten Infos zum Symmetra Rework vor einer Woche und nachdem wir vor wenigen Tagen erst diese neuen Turret Sounds auf dem PTR hatten, hat Jeff Goodman im Forum weitere Details zum Rework bekannt gegeben. Ja, für den Fall, dass ihr euch nicht mehr erinnert, Blizzard gab unter anderem bekannt, und die kompletten Infos verlinke ich euch mal oben, sollte jetzt ein Video eingeblendet sein, gab unter anderem bekannt, dass Symmetra fortan ihre Turrets werfen kann. Ja, nun gibt es aber noch weitere Infos, und eine ganz wichtige Info dahingehend ist, dass diese werfbaren Turrets auch in der Luft zerstört werden können. Das heißt, wenn Symmetra euch quasi ein Turret entgegenwerft, könnt ihr das aus der Luft ballern. Und das finde ich persönlich eine relativ gute Änderung, weil das natürlich auch dafür sorgt, dass Symmetra nicht einfach ihre Turrets um Spieler rumlegen kann, die ganze Zeit nerven kann. Es ist im Grunde genommen ein fairer Kompromiss, würde ich fast sagen. Ja, wie stark das Ganze wirklich sein wird, wie gut man die Turrets aus der Luft ballern kann, das werden wir sehen, wenn Symmetra dann wirklich auf den PTR kommt. Aber ich finde, es ist ein ganz guter Kompromiss, den Blizzard hier eingeht. Ja, verrückter wird es auch fast ein bisschen beim Teleporter. Oder sollten wir vielleicht sagen, das Portal? Denn Symmetras TP wird künftig in beide Richtungen funktionieren. Und wenn man eintreten möchte, muss man das mit einem Knopfdruck bestätigen. Das heißt, man kann nicht mehr einfach durchlaufen, sondern ja, man wird dahin laufen, man wird einen Knopf drücken und man wird reingehen. Jeff Goodman hat ein relativ krasses Beispiel im offiziellen Forum gepostet, wie dieser neue zweiseitige Teleporter funktionieren könnte. Stellt euch also zum Beispiel einfach mal vor, dass euer Team gerade in der Graviton gefangen ist und quasi die Symmetra stellt einen Teleporter auf und ihr könnt euch alle raus teleportieren. Yep, genau das wird künftig möglich sein. Man wird zwar einen Cooldown draufpacken, dass man nicht instant hin und her springen kann, also quasi die aus der Graviton retten und direkt zurückkommen, aber es klingt wirklich verrückt und irgendwie auch ein bisschen spannend, weil es viele neue Strategien und auch Konter ermöglicht. Ich meine, wir haben ja schon gehört, dass Symmetra zukünftig ihren Teleporter auch aufstellen kann, wo man zum Beispiel einfach eine Ult durchschicken kann. Jetzt dieses zweiseitige Portal, dass du quasi rein und raus kannst. Also ja, das klingt interessant. Wie gesagt, das ist keine Ult mehr, das Portal. Das heißt, wir müssen mal gucken, wie der Cooldown ist, wie stark das Ganze werden wird. Aber gerade dieses Beispiel mit der Graviton finde ich, ist ein relativ großer Konter, gerade in Richtung Zarya auch. Ja, so viel für den Moment zum Rework. Jetzt gucken wir uns die Overwatch League Skins an. Und nicht wundern, wenn ich hier nochmal so eine Art Intro habe. Ich habe eigentlich diesen Overwatch League Teil für das Video aufgenommen und dann kam diese Info zum Rework. Und ich habe mich entschieden, beides in einem Video zu packen, weil ich muss keine zwei Videos machen. Also nicht über das weitere Intro oder was auch immer wundern. Ja, Freunde, vielleicht erinnert ihr euch daran, vor einiger Zeit konntet ihr zum ersten Mal für die Overwatch League den All-Access-Pass kaufen. Ja, die Overwatch League bietet uns ja seit einiger Zeit schon bestimmte Rewards fürs Anschauen, das heißt Overwatch League Token. Es gibt jetzt aber auch diese Möglichkeit, seit einiger Zeit diesen All-Access-Pass zu kaufen. Dafür wurde uns angeteasert, dass wir diverse Away-Skins bekommen. Man bekommt instant, wenn man diesen Pass, der knapp 30 Euro kostet, kauft, eine McCree, eine Moira, einen Soldier-Skin und ein paar Ingame-Sprays. Und nun ist auch endlich die Option da, dass wir diese Away-Skins bekommen können. Wenn ihr den All-Access-Pass also habt, rüber auf Twitch, ist auch übrigens verlinkt, und dort eure Ingame-Belohnung claimen. Und ja, ich dachte mir, wir schauen uns zumindest diese ganzen Skins, die da reingebracht sind, mal an. Denn es sind ja, wie gesagt, 12 neue Skins und es sieht tatsächlich so aus, und das war auch im Vorfeld schon klar, dass ihr nicht für jeden Charakter den Away-Skin bekommt. Wir sehen es jetzt hier zum Beispiel am Fall von D.Va, dass ihr sehr spezifisch im Fall D.Va den Boston Uprising D.Va-Skin bekommt. Ihr bekommt also nicht, wenn ihr sagt, hey, ich möchte, weiß nicht, den Boston Uprising Away-Skin für Doomfist haben, den bekommt ihr nicht. Möglicherweise denkt die League momentan über Wege nach, wie man weitere Away-Skins vertreiben kann. Weitere Seasons und sowas, aber das sind momentan die einzigen 12 Skins, die ihr bekommt. Ich finde zum Beispiel hier diesen Genji, ist fast einer der besten Genji-Skins für mich, obwohl es ja eigentlich nur ein Recaller ist.
Ja, wie gesagt, ich lasse diese ganzen Sachen jetzt einfach mal für euch durchlaufen, damit ihr alle Skins zumindest mal in-game seht, nicht nur auf dieser Grafik. Ich finde, die sehen schon schick aus. Man kann natürlich hinterfragen, warum müssen Charaktere wie zum Beispiel Junkrat einen zweiten Overwatch League Skin bekommen, wenn der schon diesen grauen hat. Ja, es wirkt so ein bisschen doppelt gemoppelt, möchte ich an der Stelle erwähnen. Aber naja, ich finde es ganz cool und die meisten Skins sehen auch wirklich mit diesem Weiß unglaublich schön aus. Die Skins haben keine extra Effekte, weil Overwatch League ist ja meistens so, wenn die Leute spielen, dass sie dann wirklich, wow, und im Hintergrund eskaliert mein Handy, ich hoffe, ihr hört das nicht, weil das ist sehr unprofessionell gerade, dass dann die Waffeneffekte geändert sind, wie zuletzt bei der Charity Mercy. Das ist nicht der Fall, also ganz normale Waffeneffekte. Auch der Fusion Reinhardt sieht richtig gut aus im Weiß. Also ich bin hier sehr, sehr begeistert von dem, ja, wie diese Skins rüberkommen. Ob man sich jetzt den All Access Pass kaufen muss für diese Skins, sei mal dahingestellt, denn man muss an der Stelle ganz klar sagen, 30 Euro sind schon eine Menge Kohle und es ist wirklich eigentlich nur was für diejenigen, die wirklich die League aktiv verfolgen und ein bisschen mehr aus ihrer Erfahrung rausziehen möchten. Die Overwatch League selbst ist ja komplett kostenlos, aber wie gesagt, wenn ihr dieses Kommando-Center haben wollt mit mehr Kameraperspektiven, mit Zugang zu Interviews und sowas alles, dann geht das halt nur mit dem All-Access-Pass und ja, dann bekommt ihr quasi obendrauf diese ganzen Skins. Ja, das war's an der Stelle. Ich lasse nochmal eben kurz die letzten Skins durchlaufen. Wie gesagt, ich habe die alle kurz aufgenommen für euch. Hier sehen wir den Gladiators Winston, sieht auch ziemlich cool aus. Die Shanghai Dragons, ja, Zarya, passend zu Geguri, finde ich eine schöne kleine Hommage. Also man hat sich schon die Charaktere rausgesucht, die für bestimmte Charaktere bekannt sind, wie zum Beispiel Jake bei Houston mit dem Junkrat. Ja, das war's, Freunde. Sagt mir gerne mal, wie viel gefallen euch die Skins, habt ihr euch sie geholt? Würdet ihr gerne sie regulär im Spiel kaufen? Ich bin da gespannt auf eure Meinung.